Im März 2020 bekommt Stefan Bierwirth plötzlich hohes Fieber. Er hat sich im Skiurlaub mit Corona angesteckt. Mehrere Wochen lang liegt er auf der Intensivstation. Auch ein Jahr später ist die Lungenfunktion des 53-Jährigen noch stark eingeschränkt. Der ehemalige Feuerwehrmann ist deshalb Frührentner. Wenn wir hier jetzt laufen würden, dabei viel reden, werde ich schon kurzatmig. Was mich natürlich stört, ist, die nicht mehr Feuerwehr machen zu können. Damit es nicht zu solchen schweren Verläufen und Langzeitfolgen kommt, testet man im städtischen Klinikum Dessau seit 3 Wochen die Antikörpermedikamente Bamlanivimab und Regencov-2. Ein Präparat, das auch Trump bekam und jetzt auch dieser 70-jährige Patient. Die Behandlung scheint anzuschlagen. Es geht einigermaßen. Der Husten ist ein bisschen weniger geworden schon in den letzten paar Tagen. Und wie gesagt, da war schon ein bisschen schlimmer. Bamlanivimab und Regencov-2 wirken ähnlich. Ihre Antikörper binden sich an das Spike-Protein des Coronavirus und verhindern so, dass es in die menschliche Zelle eindringen kann. Kostenpunkt pro Dosis 2000 Euro. Eingesetzt wird es in der Frühphase der Infektion bei Patienten, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Die bisherigen Ergebnisse in Dessau von 7 Patienten sind schon mal erfolgversprechend. Bisher keine Verlegung auf Intensivstationen, die meisten sind entlassen. Es hatte ein Patient auch die britische Mutante. Wir sind sehr zufrieden, also wir haben genau das erreicht, was wir auch wollten. Eben die Verlegung auf Intensivstationen und die Todesfälle zu verhindern. Ob die Antikörpermedikamente das tatsächlich zuverlässig tun, wird noch untersucht. Die EMA prüft derzeit die Zulassung.